bin tot. Ich kann dich nicht sehen. Nee, aber du warst nicht da. Ich bin ja auch schon wieder. Du warst aber auch nicht da. Auf jeden Fall ist er jetzt weg. Nee, nee. Der ist hier noch. Aber die zweite Bärenfalle ist sogar zugeschnappt. Aber die konnte man noch gar nicht. Muss wohl reingerannt sein? Oder? Würde ich. Aber wir können ja trotzdem da hinten ja, jetzt hingehen. Du, genau, wollte ich gerade sagen. Wir brauchen die Falle jetzt auch nicht mehr, ne? Wir können die auch gar nicht aufnehmen. Dann gehen wir mal zum Lager. Das ist hier. Hier ist jetzt mein Zeltplatz, wirklich. Aber hier ist ja gar nichts. Okay. Auf der Karte auch zu sehen? Ja, pass auf. Tada. Ja, tatsächlich. Nur die heißen Quellen. Also wir könnten jetzt hier zelten, wir könnten aber auch eine Runde weitergehen. Würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Ja, wir sind in Folge 3 angekommen. Wir haben bis jetzt überlebt, mit Mühe und Not. Ich glaube, dass ich durch meinen kleinen Arztkittel benachteiligt werde. Ja, ja, das denke ich auch. Also, ich will jetzt mal eine ganz, ganz böse These aufstellen. Kann man Pinguine abboxen? Nein, kann man nicht. Und wir versuchen es auch gar nicht erst. Weil das wäre gutes Fleisch. Nein. Na gut. Wehe. Wir werden den Weg weitergehen, ne? Ja. Die Falle wieder aufnehmen, ne? Nee, habe ich auch schon versucht. Na gut. Aber warte mal, ich muss mal trinken und essen. Ja. Wir werden auch mal was trinken. Also essen geht immer noch, aber trinken ist heftig. Ja, oder? Ja. Der ist so ein. Oh, oh. Ja, du, wir sollten vielleicht weggehen. Dann los. Weil der Bär uns gesehen hat. Ich glaube, heute schaffen wir es, den Gipfel zu erobern, aber wir lassen uns noch ein bisschen Zeit damit. Wir gucken mal, ob wir hier oben noch ein bisschen so einen kleinen Zeltvorsprung finden, wo wir dann unser Zelt aufbauen. Ja, das wäre gut. Okay, hier müssen wir uns so etwas lang schleichen. Ich will nicht. Etwas ist gut, ja. Wow, diese Aussicht. Hey, er geht wieder zurück. Guck mal da, der Bär. Oh Gott, wie er da steht, ne? Ja, gruselig. Ja. Sieht riesig aus. Jetzt echt unheimlich. Ja. Schön hier, oder? Ja, ein bisschen zugig, aber sonst ist gut, ja? Ja. Fall da bloß nicht runter. Nee, ne? Wir gucken nochmal auf die Karte. Ja, wir sind kurz vom Berggipfel. Das ist doch schon mal gut. Dann gucken wir mal noch ein Stück, ne? Was da ist. Also es war sehr beschwerlich. Ja, total. Hier ist nochmal eine schöne Höhle. Da gehen wir jetzt nochmal rein. Machen es uns gemütlich. Achso, machen es uns gemütlich, sag ich. Guck mal hier. Wow. Ja, aber wieso ist hier so eine... Das ist doch eine Art Bärenhöhle, oder nicht?
Jein, das kann ja auch einfach jetzt so zum Schutz, ne? Dass du da so ein bisschen vom Wind geschützt bist. Willst du da hin oder wollen wir hier ein bisschen Feuer machen und noch Fleisch draufschmeißen? Lass uns hier ein bisschen Feuer machen jetzt. Okay. Soll ich oder kannst du? Ja, ich guck mal, wenn ich kann, mache ich das natürlich gerne. Ja, das sieht sehr gut aus. Und ich würde auch gerne noch mal angeln und ich würde auch gerne noch mal eine Hasenfalle aufstellen. Ja gut, angeln wird, glaube ich, schwierig, ne? Das sind ja nur die heißen Quellen. Ich glaube nicht, dass da Fische drin sind. Die sind ja dann schon gar. Kannst du gleich essen. Krieg, oder? Dann mache ich uns mal Fleisch. Ich leg nochmal Holz nach und dann lasse ich dir da... Oder soll ich mal einen Kaffee kochen? Ja, mach uns mal einen Kaffee. Ich guck mal, dass ich uns hier die Matten hinlege. Okay, eine Minute, dann können wir Kaffee trinken. Okay. Kaffee ist wichtig. Willst du mal das komplette Zelt aufbauen, damit die Zuschauer das auch mal sehen? Ja, schon dabei. So, dann die kleinen Stäbe kommen hier. Nee, ich glaube, du brauchst... Doch, ja, die kleinen. So. Große Stäbe. In der Mitte. Hopp, hopp. Und dann natürlich das Zelt. So. Ach, wie schön. Da den Schlafsack noch rein. Schlafsack Nummer 1. Den Schlafsack dann auch. Kommt's da so überhaupt raus? Warte. Nein. War vielleicht nicht ganz so pfiffig von dir. Bei mir steht Objekt gestapelt. Ja, das musst du, wenn das so weiß leuchtet, kannst du es aufnehmen. So. Kommst du mal raus? Na, dann hol dir den Kaffee gleich, sonst müssen wir ja wieder. Ja, ja. Aber sie müssen da ja Platz machen. Ist gut, es wird auch Nacht, dann können wir gleich nochmal erstmal schön Kaffee trinken und dann legen wir uns hin. Sie haben auch Kaffee rausgeholt? Ja. Okay, dann mache ich das. Wollen Sie Ihren Schlafsack vorher hinlegen? Ja, einen Moment. So, habe ich hingelegt. Dann stoßen wir noch an mit Kaffee. Ich würde sagen, wir genießen erstmal die Aussicht und dann... Oder so. Wie schön, nicht? Wollte ich mich schnell die heißen Kaffee trinken, oder? Ja. Der ist doch heiß. Der ist doch heiß. Find's nicht. Also ich finde das Spiel richtig gut. Ja. Aber es ist ein ruhiges Spiel, erholsam. Natürlich musst du immer aufpassen, ne? Wenn du in der Wildnis da irgendwo auf Bären und Wölfe triffst. Was ich schade finde, ist ein bisschen schnell. Also ja. Ich könnte ruhig noch mal 3 Meter weiter gehen, ja, oder so, ne? Ich fand das spannend, weil wir hatten so 2 Sachen, wo wir hängen geblieben sind. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall toll gemacht. Also. Und es gibt ja auch noch eine 3. Option, ja, Was man spielen kann. Also man hat ja 3 verschiedene Level, Welten, wie soll ich es nennen, ne? Wo man das dann ausprobieren kann. Also man könnte natürlich, wenn man jetzt da runter ins Tal nochmal geht, wo der Bär war, und würde da unten jetzt nochmal alles abforschen. Das könnte man auch machen. Und wer weiß, ob da nicht eine verlassene Hütte steht, ja, oder irgendwas in die Richtung, ne? Ja, und den versuchen auch den Bären zu fangen. Ja. Hasen, ich glaube, ich habe auch gesehen, gibt es Hasenfallen, kannst du auch, ja, Hasen fangen, also. Und der, hab ich vergessen, ist weg. Ach ja, geangelt haben wir auch noch nicht, das hat der Zuschauer ja auch noch nicht gesehen. Stimmt, aber wie gesagt, ich glaube, im Schneegebiet ist ein bisschen... Was ist, nur da, ist da Schokolade? Nein. Hat doch grad schon Thunfisch. Thunfisch habe ich gegessen. Mann, bist du klein. Na, kleiner Mann, alles klar. Hallo.
So, ich würde sagen, wir legen uns mal hin. Ja, ein bisschen schlafen. Genau. Nein. Ich habe noch ein bisschen Problem mit dem Hinlegen. Merk schon. Oh, jetzt. Jetzt. Wunderbar. Och, das ist doch viel wärmer als vorhin. Ja. Guck, und jetzt ist deine Gesundheit auch ganz oben. Ja, es liegt wirklich am Zelt. Ich glaube, das Zelt ist der Gesundheitsfaktor. Also wenn man irgendwie dem... Naja, meine Gesundheit war ja auch ganz oben ohne Zelt. Ja, aber weil es nicht die ganze Zeit war. Bei mir war andauernd war das ganz oben. Ja, sag ich ja. Und bei mir war es ja unten und ist durchs Zelt wieder hochgegangen. Also. Ich hatte ja auch, meins war auch unten. Ach so. Es ist jetzt nur dann irgendwann hochgegangen. Also ich denke, das ist wirklich eine Kombination, dass man das Zelt aufbaut, dass man schläft, isst, trinkt. Alles Lagerfeuer, genau, diese Kombination. Da musste, das finde ich aber auch spannend, dass man da immer gucken muss, okay, habe ich genug gegessen, genug getrunken, die Wärme, ne, die Temperatur ist ja jetzt. Ja, ist das alles zusammenspielt. Genau. Das ist schon gut und vor allen Dingen, dass man genug Holz und Steine hat, sonst kannst du ja nicht bauen. Das ist ja auch nicht gut. Das ist immer das große Problem jetzt gewesen, Steine. Ja. Also an Holz mangelt das überhaupt nicht. Holz haben wir ja die ganze Zeit gefunden oder du gehst raus, hackst schnell einen Baum. Genau, oder so. Ja. Aber direkt jetzt, da fehlte wirklich... Ja, ja, sehe ich auch so. Aber ich finde es auch die Musik, also die Hintergrundmusik, ne? So richtig, so hörst du den Wind so, weil wir ja zum Gipfel auch kommen und die Vögel zwitschern oder grillen, was ist das? Ja, ja. Ist schon schön. Ich stehe mal auf und guck mal, was los ist. Ja, das ist gut. Wir werden jetzt mal anfangen, alles abzubauen und dann laufen wir Richtung Gipfel. So. Ja. Nimm mal meinen Schlafsack auf. Ja. Ist natürlich alle Stäbe jetzt einzeln einsammeln hier. Ja, aber so ist es beim Zeltaufbau und Abbau ja auch, ne? Ja, und es geht ja relativ schnell. Es ist nicht so, dass da irgendwie... So. Ach so, speichern, ja. Ich speichere nochmal. Sicher, sicher. Eine sehr gute Idee. Ja, ne? Gut. Sind Sie bereit? Ja. Okay. Pass auf, dass Sie Ihr kleines Köpfchen nicht wegfrieren. Deswegen ist mir bestimmt immer warm. Weil so einen kleinen Kopf kannst du besser schützen. Ja, wirklich, ne? Ja. Also ich bin vollgeladen, ich kann nichts mehr sammeln. Ich auch. Mach, von hier aus kannst du jetzt über das ganze Tal fast gucken. Wow, oder? Ui. Ach hier, guck mal. Wow. Da ist die Höhle, wo wir waren. Ja. Da sind wir ungefähr gestartet, glaube ich. Da müsste Platz 1 sein. Achso, Platz 1 sein schon. Da müssten wir irgendwo gestartet sein. Dann sind wir hier die Runde rum, hier. Genau. So lang bisher. Ja. Mit welchem Schwung? Gut, ne? Ja, wir haben es geschafft. Wir sind da! Wow. Jetzt können wir hier noch aufräumen, ja. Machen wir auch. Wir räumen hier noch schön auf. Bauen noch mal unser Zelt auf. Und dann glaube ich, war es für die Folge. Machen wir jetzt hier alles noch schön. Ja, genau. Das ist ja wichtig. Ich frage mich ehrlich gesagt, woher wir auf einmal die Schaufel nahmen. Ja. Hä? Kriegst du das hier weg? Ja. Da baue ich nochmal schnell mein Zelt auf. Ich mache nochmal ein Lagerfeuer. Mein Menü nicht. Sehe ich mich Menü. Ich kann gar nichts bauen. Ich komme hier nicht in mein Menü.
Und irgendwie hakt es. Hm. Schon öfter, ne? Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, dass sich das ständig aufhängt. Irgendwie. Man kommt nicht weiter. Ich kann jetzt nichts machen, leider. Das ist ärgerlich. Ärgerlich. Ich schmeiß noch mal ein bisschen Fleisch rauf. Ja. Und ich kann es ja nicht nehmen. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich qualvoll sterben. Ich kann doch nicht hüpfen oder so. Zelt aufbauen? Ja, mach das mal, damit das der Zuschauer wenigstens noch sieht. Ah, schön am Feuer. Ja, wie es aussieht. Ah, schön. Ja, ne? Ja. Also, mein Fazit. Man kann sich das auf jeden Fall schon holen über Steam. Ich weiß nicht, ob der Epic Store es auch hat. Also viele andere. Ne? Wir wollen ja keine Werbung machen. Müsste sogar noch Early Access sein. Ne? Early Access. Ich glaube, ja. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt schon fertig ist. Spaß macht es auf jeden Fall. Richtig Laune. Vor allen Dingen, wenn man dann noch mehr Landschaften vielleicht hat, Schwierigkeitsgrade noch mehr. Auf jeden Fall, kann ja. Kann richtig lustig werden. Und man darf nicht vergessen, das ist auch noch so ein Pluspunkt, finde ich, man kann das mit bis zu 8 Personen spielen. Genau, man kann richtig viele. Da können dann 8 Mann zusammen zelten, ja. Und wenn man dann so richtig schöne Landschaft mit dem See und was weiß ich, ich stelle mir das schon gut vor. Ja. Allerdings frage ich mich, wenn ich das mit 8 Leuten spiele, wenn ich sehe, was an Ressourcen hier rumliegt, ob das reicht für 8 Leute, dass jeder da Holz und Steine und alles auf der Hand hat? Du holst dann quasi so richtig schönes Stück Natur weg. Okay, ja gut. Ordentlich mit 8 Mann, ja? Ja. So, ich werde langsam hungrig. Ich werde sterben, ich werde sterben. Ich komme hier wirklich tatsächlich nicht ins Menü. Kannst du noch speichern am Lagerfeuer? Nee, gar nichts mehr hier. Ja, dann hat sich das wahrscheinlich bei dir verschluckt jetzt. Ja, komplett verschluckt. Gut, das war unser Ausflug. Mir hat's richtig Spaß gemacht. Ich fand's auch toll. Ja, ein bisschen kalt, aber... Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Diese Folge ist nun etwas kürzer, aber wir wollten euch das Ende nicht vorenthalten. Ja. Kauft euch das über Steam. Habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Am besten hier draußen ein bisschen campen. Genau. Ja, nur so kalt ist es ja draußen nicht mehr. Nee, ne? Noch geht's. Noch nicht, ja. Noch. Genau, ist ja richtig schöner Frühherbst, würde ich sagen. Ja. Bleibt uns treu. Abonnieren nicht vergessen. Kommentieren, liken. Ja. Alles. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.